Autowaschen in weniger als 30 Minuten, wie das geht, erkläre ich dir in diesem Video. In vielen Kommentaren zu unseren Waschvideos lesen wir immer wieder, dass einige von euch keine Zeit dafür haben, die umfangreiche Autowäsche zu machen. Das dauert doch eh viel zu lange und der Waschboxbetreiber will nicht, dass seine Box 2 Stunden blockiert wird. Deswegen möchte ich euch heute in diesem Video eine Methode zeigen, wie ein Auto in unter 30 Minuten wascht, je nachdem, wie groß es natürlich nicht ist. Grundvoraussetzung ist ein gepflegtes Fahrzeug. Das ist wie bei allem im Leben, auch beim Zahnarzt. Wenn ihr nur alle 3 Jahre mal zum Zahnarzt geht, müsst ihr da eine riesengroße Behandlung machen. Wenn ihr euch aber regelmäßig gut die Zähne putzt, ist der Aufwand viel geringer. Und genauso ist es bei euch in der Wohnung oder auch beim Auto. Ihr müsst also erstmal Grund reinbringen. Das heißt, wenn das Auto in einem sehr schlechten Zustand ist, werdet ihr mit 30 Minuten und kürzer natürlich niemals hinkommen. Aber wenn einmal Grund drin ist und man dran bleibt, dann braucht man generell 20 bis 30 Minuten, um ein Auto wirklich schonend und gründlich zu waschen. Die einzelnen Schritte zeige ich dir jetzt. Und das Beste daran ist, du brauchst nur einen Reiniger und 3 weitere Tools und bist schon good to go. Der einzige Reiniger, den wir bei gepflegten Fahrzeugen brauchen, ist ein Autoshampoo, was gleichzeitig auch so eingestellt ist, dass ihr es als Vorreiniger einsetzen könnt. Oder aber, wenn ihr in der Waschbox wascht, könnt ihr auch den Vorreinigungsschaum da nehmen. Dann braucht ihr das Shampoo tatsächlich nur zum Waschen. Beispiele findet ihr unten verlinkt, zum Beispiel Sonax Active Foam Energy oder Koch Chemie Gentle Snow Foam. Mein Tool Nummer 1 ist der Waschhandschuh und da wir gerade, wenn wir an der Waschbox waschen, nicht so viel mitschleppen wollen, arbeiten wir nach der Multi-Wash-Mit-Method, also ein Eimer und mehrere Handschuhe. Bei so einem kleinen Golf 1, denke ich, komme ich mit 3 oder 4 Handschuhen aus. Ist aber eine einmalige Investition, die ihr 20, 30, 50 oder 100 Fahrzeugwäschen verwenden könnt, je nachdem, wie gut ihr euer Material pflegt. Tool Nummer 2 ist nicht immer essentiell, aber bei vielen Autos hilfreich. So ein Ultra-Soft-Pinsel, der ist einfach super, gerade bei dem Auto beim Kühlergrill oder wenn wir hier rüber gehen, diese Leisten, da kommt man einfach schlecht mit dem Handschuh ran und da hilft so ein Pinsel wirklich perfekt weiter. Gibt es im Drogeriestore mit Metallrand für 1 Euro oder so, da muss man aber den Rand abkleben oder im Autopflege-Fachhandel, findet ihr da unten verlinkt. Und mein drittes Tool, ein vernünftiges Mikrofasertrockentuch in einer entsprechenden Größe. Damit bekommt ihr auch das ganze Auto trocken. Wer jetzt wirklich, weiß ich nicht, einen Bus hat, braucht vielleicht nochmal ein zweites, aber mit einem kommt man eigentlich schon relativ weit. Auch da bei guter Pflege sehr, sehr lange haltbar. Wir verwenden unsere meistens über ein Jahr. Das heißt, ich kann es gar nicht schätzen, aber wahrscheinlich haben die 80 bis 100 Fahrzeugwäschen drauf, bevor sie wirklich kein Wasser mehr aufnehmen. Da ist auch die richtige Pflege alles. Das waren schon alle Tools und Produkte, die wir brauchen. Natürlich brauchst du auch irgendwie einen Hochdruckreiniger, einen Wasserzugang und einen Eimer. Aber da das alles keine speziellen Sachen sind, beziehungsweise du sie in der Waschbox findest, würde ich sie jetzt gar nicht extra auflisten. Bei der Multi-Wash-Mit-Method brauchst du auch nicht unbedingt einen 20-Liter-Eimer mit Grid-Guard unten drin und allem teuren Kram, den es zum Autopflegeshop gibt. Da reicht auch einfach ein 10-Liter-Eimer aus dem Baumarkt oder aus dem Haushaltsbedarf. Weil wie gesagt, wir spülen hier Handschuhe nicht aus, sondern wir nehmen immer wieder neuen und packen ihn dann weg, sodass das Transportmedium für unser Wasser und Shampoo eigentlich vollkommen egal ist. Deswegen nur, dass du daran denkst, aber kein eigenes Tool so für sich. Ich würde sagen, genug gelabert, starten wir jetzt mal mit der Reinigung.
Stopp die Zeit. Regie, was haben wir? Ja, habe ich ja gesagt. Unter 30 Minuten, wie gesagt, ja. Kleines Auto, aber selbst für einen Jeep brauchst du keine 10 Minuten länger, weil es einfach nur ein Bauteil länger ist. Deswegen kann man wirklich gut schaffen. Natürlich ist es jetzt nicht gemütlich, aber ich habe mich jetzt auch nicht extrem gehetzt. Es geht wirklich, wirklich sehr einfach. Grundannahme ist natürlich, dass das Auto gepflegt ist, im Idealfall noch versiegelt, dann geht das Trocknen auch noch leichter und noch schneller. Man muss nicht jedes Mal die Einstiege intensiv sauber machen, wenn man regelmäßig sein Auto wäscht, reicht das Wasser, was durchs Abspülen mit reinläuft, dann zusammen am Ende im letzten Schritt mit einem vielleicht einem separaten Tuch oder mit einem Tuch abgewischt, dann entsteht da gar nicht erst der Dreck, den ich pinseln und nass waschen muss. Von daher bleibt einfach dran, dann schafft ihr das locker in der Zeit. Die Restfeuchtigkeit, die wir jetzt haben, können wir entweder aus der Box rausfahren und nochmal, manche Boxen haben Druckluft, nochmal mit Druckluft trocknen, wenn man gerne möchte. Oder man fährt bis nach Hause, wenn das Wetter gut ist und nicht so staubig und sandig ist und geht dann nochmal punktuell mit einem Keilfleckenentferner die Ritzen nach. Ja. Oder an der Waschbox hat man meist eh entmineralisiertes Wasser, da kann man sich auch sparen. Einmal ein paar Lenkbewegungen kurz, ein bisschen schneller gefahren. Ist auch das Auto trocken, von daher ist es definitiv machbar. Und selbst wenn ich jetzt nochmal mit Luft dran gehe, brauche ich vielleicht nochmal 5 bis 10 Minuten und mit trotzdem um die 30 Minuten. Von daher funktioniert gut. Bei Fragen schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir sind zwar fertig jetzt mit der Wäsche, aber noch nicht mit dem Auto. Wir werden für euch noch die Kunststoffstoßstangen nachfärben tatsächlich, dass man wieder schön schwarze Kunststoffe hat und den Innenraum einmal flott machen. Bleibt da auf jeden Fall dran, wenn die Videos kommen. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und denkt unbedingt dran, Ende Juni, Link packen wir euch hier rein. Coating Workshop bei den Autolackaffen in Euskirchen. Seid auf jeden Fall dabei. Es gibt noch ein paar Plätze, solange die Verfügbarkeit reicht. Bis dann, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Haut rein.